Willkommen zum zweiten Part von Quantum Break. Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie... Die Männer werden ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. The fuck, wie er gerade seinen Kopf gedreht hat. Wie hier? Ich möchte, dass das in mein Büro geliefert wird. Was ist das? Zur Erinnerung. Ich schlage vor, dass wir uns mit dem vorliegenden Problem befassen. Liam Burke dort drüben kann die Situation genauer erklären. Natürlich. Wie lange noch, bis der Kern für den Transport bereit ist? Er wird in weniger als einer Stunde auf dem Weg zur Monarch-Zentrale sein. Die Installation sollte vor der Gala fertig sein. Gut. Jack würde niemals die Notwendigkeit dessen verstehen, was ich getan habe. Es war nicht der Tod, den William verdient hatte, aber sein Wissen stellte ein zu großes Risiko für unseren Plan dar. Wir hatten Jack in unserer Gewalt, aber ich begann Visionen aus der Zukunft zu bekommen, die deutlich machten, dass sich das schon bald ändern könnte. Sir. Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Okay. Paul, wir brauchen Ihre Entscheidung, wie wir mit den Zeugen... Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronon-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Knotenpunkt-Auswirkungen. Die Knotenpunktkraft offenbart zwei potenzielle Varianten der Zukunft. Deine Entscheidung bei den Knotenpunkten bestimmt, wie die Geschichte im Spiel und in der Live-Action-Serie weitergeht. Wähle mit Bedacht. Erhalten im Kompromiss. Starten Sie eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Jones. Hey, da unten schleicht jemand herum. Hey! Ich glaube, das ist Jack Joyce! Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen.
Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Die andere Möglichkeit. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Also, ich werde mich so entscheiden, dass halt so wenig Menschen wie möglich umgebracht werden und deswegen werde ich mich für die PR-Kampagne entscheiden, weil wenn wir, die andere, also das Kompromissloses nehmen würden, dann würden sie halt ganz viele Leute umbringen, da habe ich keinen Bock drauf. Und dementsprechend werde ich wohl über die PR-Kampagne nehmen und Jack Joyce wird dann von allen gesucht werden. Das wird uns zwar das Leben ein bisschen schwerer machen, aber ich möchte nicht, dass die anderen Leute unnötig sterben. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sie nicht. Sie ist der Kopf der Anti-Monarch-Bewegung. Ich glaube, wir sehen hier das neue Gesicht unserer Kampagne. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. Kontrollpunkt 1. Knotenpunkt 1. PR. Du hast beschlossen, dass Serene die Angelegenheit mit PR angeht. Freunde 75%. Ah, man kann sehen, wie die Community und die Freunde gewotet haben. Also war ich gar nicht mal so schlecht dabei. Waschbär hat auch PR genommen, Nightmare hat auch PR genommen und Robin hat auch PR genommen. Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot.
Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. So. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. Chronoquellen. Setze den Zeitblick ein, wenn du ein Symbol, wenn sein Symbol aufblickt, um Chronoquellen auswendig zu machen. Verlasse die Lagerhalle. Okay. Wenn du Chronoquellen sammelst, kannst du mit ihnen Jacks Kräfte verbessern. Drücke T, um das Upgrade-Menü zu öffnen. Okay. Und das. Zeitstopper, höhere Stärke. Machen wir das, ja. Geben wir uns das. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Okay, das ist doch dieselbe Situation, die wir gerade drin hatten. Hier muss ich lang. Zerstörbare Objekte. Setze Zeitblick ein, um ein zerstörbares Objekt hervorzuheben. Das ist seltsam. Okay, hält nicht lange an. So, okay. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Verstehe. Okay. Noch immer nichts Neues von Burke zum Aufenthaltsort von Jack Joyce. Nun gut. Holt mich mit einem Helikopter an den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden. Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen. Dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch auf unsere PR-Kampagne. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt nach ihm suchen. Er wird sich nirgends verstecken können. Er wird heute Nacht auftauchen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Ich glaube, ich habe das Ding verpasst. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um für etwas Ablenkung zu sorgen.
Die Medien werden sich darauf stürzen und Amy wird gestehen. Nein, 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 nein! Feind gesichtet! Einheit ausgeschaltet! Das ist für Will. Das haben wir auch gut geregelt. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Drinne? Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Nee. Da vorne. Na also. Was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth, ich? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Kronon-Gewinnungsanlage von Monarch. Und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen. Und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Du bringst dich zu Serene an den Trockendocks. Verlasse die Lagerhalle. Alles klar, dann machen wir das mal. Ich hoffe, meine Audioqualität ist diesmal ein bisschen besser als im ersten Part. Ich versuche jedes Mal meine Qualität zu verbessern. Und ja. Da komme ich ja mal rein. Hä? Ach, hier. So, Upgrades. So, haben wir mal gekauft. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Das Spiel ist wirklich wunderschön gemacht. Wunderschön. Ich habe getan, was Sie von mir verlangt haben, okay? Bitte, bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hatch will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen. Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen.
Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Ihr werdet mich niemals gehen lassen. Endlich. War ich rein? Jack Joyce. Du, von der Demo, was machst? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht, aber sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los? Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen, für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey, was du auch getan hast, es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Hör zu, ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Nein, ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Ich wusste, dass Monarch eine dunkle Seite hat, aber das... Sie kontrollieren die gesamten Medien, einfach alles. Das hier können Sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können Sie, glaub's mir. Ja, da muss ich irgendwie rein. Okay, die Steuerung für das Tor muss hier irgendwo sein. Ja, ich sehe mal nach. Monarch verdreht die Geschichte für die Medien. Sie behaupten, dass die Demo eskaliert ist und dass wir die Bibliothek in die Luft gejagt haben. Sie machen dich dafür verantwortlich, Jack. Ich bin Paul Sündenbock. Das ist nicht gut. Wenn die Nachrichten gesendet werden, wird die ganze Stadt gegen dich sein. Was wirklich geschehen ist. Denkst du, die anderen sind okay? Die von der Universität? Sie kommen da irgendwie vielleicht rein. Ich habe keine Ahnung. Sie haben mir gesagt, dass sie nach Hause gehen. Hey, es hat funktioniert. Das hält nicht lange an. Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Das lässt sich ändern. Mal schauen. Ich denke, du musst irgendwie auf diese Seite des Tors kommen. Ja, das ist mir bewusst. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas hier haben. Benutzen können. Jack, du musst irgendwie auf diese Seite kommen. Den Truck nehmen? Ja, ist mir bewusst, Madame. Ich gehe nirgendwo hin, bis du auf dieser Seite des Tors bist. Jaha. Oh, du meine Güte, du bist genau wie die. Ja. Wie wer? Sorry. Ich habe sie auf dem Weg hierher gesehen. Diese Hightech-Soldaten, die sich teleportieren können. Okay. Noch etwas, worauf ich mich freuen kann. Als ich das gesehen habe, dachte ich würde meinen Verstand verlieren. Du bist einer von ihnen. Ich muss wissen, was hier los ist. Willst du die Büchse der Pandora wirklich öffnen? Du hast dich über die Gesetze der Physik hinweggesetzt. Ich denke, mir steht die ganze Büchse zu. Wir kommen nicht rein. Vielleicht kommst du durch das offene Fenster im ersten Stock. Ja, das sollte funktionieren. Ja. Warte hier. Okay, nun, ich kann dir sagen, was ich weiß. Aber wenn man alles zusammenfügt, ist das Ergebnis allerdings ziemlich verrückt. Alle glauben, dass Monarch von diesem Schmierlappen Martin Hatch geleitet wird. Aber hier ist ein Typ namens Paul Serene derjenige, der das Sagen hat. Offenbar war er es, der Monarch 1999 gegründet hat. Und das Interessante daran, hier an meiner Universität gab es auch einen Paul Serene. Und er war der Leiter eines streng geheimen Physikprojekts. Da denkt man, es müsste derselbe Typ sein.
Wow. War er also 14? Wenn er nicht der Doogie-Master der amerikanischen Unternehmen ist, ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Also hat Paul Monarch gegründet. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. So langsam verstehe ich's. In Ordnung. Ja, das Fenster ist ziemlich weit oben, aber ich denke, dass man nur darüber hineinkommt. Geschafft. Jetzt zur Tür. Da rein, nein. Da kann man nicht rein, dann muss ich runter. Mr. Serenes Helikopter ist im Anflug auf... Hey, Clarice. Bist du's? Hier ist HQ Alpha. Charlie, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier keinen... Hallo. Ich bin auch noch hier. Endlich. Ja. Gute Arbeit. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich werde mit Hilfe des Terminals hier oben herausfinden, was Monarch hier wirklich plant. Und alles deutet darauf hin, dass er vorhat, einige super teure Sandburgen zu zerstören. Ich halte weiter nach ihm Ausschau, wollte euch nur schnell warnen, okay? Oh, eine Augenzeugin vor Ort. Amy, erzählen Sie uns, was hier los ist. In unserer Gruppe waren welche, die wirklich übertrieben haben. Scheiße. Es kam zu Gewalt. Es tut mir so leid, Jack. Die haben mich dazu gezwungen. Ich weiß. Du hattest keine andere Wahl. Mit Hilfe der Karte dort drüben findest du sicherlich einen Weg. Diese offensichtlich so gefährliche Person auszusagen. Jack, du solltest einen Blick auf die Karte werfen. Versuche die Karte. Ground Zero. Ja, tu mir. In derselben Gegend hatte mein Bruder seine Werkstatt. Wahrscheinlich muss ich da durch, um zu Paul zu gelangen. Paul? Paul Serene? Deshalb willst du also zu den Trockendocks? Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Du bleibst am besten hier, bis das erledigt ist. Ja, ich denke, du hast recht. Ich werde die Tür für dich öffnen. Okay, such nach einem Funkgerät, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin auf Kanal 3. Und pass auf. Ja, du auch. Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Drücke und halte Maustaste 3, um eine Zeitexplosion aufzuhalten, aufzuladen. Gegner! Hab ich genug geschrien für dich? Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Leider. Sie nahmen sprunghaft zu. Alle Einheiten, nähert euch dem Ziel. Waffengebrauch abgegeben, Ende. Unterziehen, bitte! Nein! 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 Pass aus! Unterdrücke Gegenfeuer! Achtung, Granate! Er ist genau hier! Danke für die Warnung. Alles in Ordnung? Ich bin noch am Leben. Der Funkverkehr von Monarch spielt verrückt. Sie haben ein Geräusch gehört und wissen, dass du kommst. Sei vorsichtig. Danke für die Warnung. Okay, dahinter ist also ein Verbesserungspunkt. Da oben. Komm ich da hoch am besten? Rauf. Und dann darauf. Und dann können wir den einsammeln. Dann drücken wir T. Upgrade. Kostet 4. Also 1 Wuschen. Zeitschild. Zeitexplosion. Dann das kostet 2 Punkte. Okay. Dann machen wir wohl am besten erstmal hier. Wuschen. Bestätigen.
Oh, toll. Rotflintenschütze rückt auf den Fass! Oh, fuck. Arschloch. Das ist ein richtiger willst du Ärger? Juggernaut-mäßig. Oder ist einfach nur fett? Wie, hat er gar kein Problem, oder was? Lade nach! Feuerunterstützung! Feind gesichtet! Gehen wir mal weiter. Umgehen! Scheiße! Zurückbleiben! Das ist von der Universität! Mein Gesicht! Frisches Magazin! Schön. Ja. So macht das Spaß. Irgendeine Idee, wo ich jetzt hin muss? Vor eurem Treffen sprach das Torhaus-Team darüber, Sicherheitssysteme zu aktivieren, um eine Tür auf der ersten Etage zu verriegeln. Das ist ein Anfang. Danke. Ja. Das ist, also, das ist Gasflaschen. Sieht nach einem Weg nach draußen aus. Aber wie kriege ich es auf? Ah, da hinten muss ich hin, okay. Hey, Jack. Die heisere Dame im Monarchfunk scheint das Team am Torhaus nicht erreichen zu können. Werd mal nicht übermütig. Erinnerst du dich an die Hightech-Soldaten, die ich... Ja. Anscheinend haben sie vor, dir auch Hallo zu sagen. Also sei vorsichtig. Alles klar? Das Sicherheitssystem ist aus. Oh oh. Jack, sie kommen direkt auf dich zu. Unterwegs.
Zeit zu gehen. Mal. Haben wir das auch mal geschafft, ne? Wo ist denn jetzt hin? Ah, da hinten. Okay. Alles leer. Das ist nicht so gut. Jack? Ja? Alte Munition. Ich hab da was gefunden. Bei dieser Kronon-Operation wird eine Art Treibstoff gewonnen. Er wird dazu verwendet, etwas namens CFR anzutreiben. Sagt dir das was? CFR? Nein, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint Monarchs zentrales Projekt zu sein. Dieses Ding, das sie der Universität geklaut haben, diese Operation. Alles hat auf irgendeine Weise mit diesem CFR zu tun. Was hat Paul bloß vor? Ist hier noch irgendwas? Wo sich interagieren kann? Nee. Ich brauche echt Munition, das wäre echt super. Monarch auf dem Gebiet der Meyer-Joyce-Partikel, besser bekannt unter der Bezeichnung Kronon-Partikel, große technologische Fortschritte gemacht. Am 4. Juli 2010 kam es konzentriert auf den Süden. Das macht die Sache nicht unbedingt einfach. Bezeichnen und das sich im Industriegebiet von Riverport befindet, zum ersten Mal zu diese führten zu einer hochkonzentrierten Emission von Kronon-Partikeln, wodurch die perfekten Bedingungen für ihre Gewinnung geschaffen wurden. Das Ergebnis unserer Kronon-Gewinnungsanlage sehen Sie heute. Die Technologie ist auf diese Partikel angewiesen. Oh, fuck. Geh zum Teufel! Ich hasse ihn. Mit Betreten der gelben Zone werden singuläre temporale Anomalien. Selbst ist auf keinen Fall gestartet. Wir bezeichnen diesen Bereich als die gelbe Zone. Dort braucht kein einheitlicher Zeitfluss mehr und es kann ohne Vorwarnung. Viele, die Ground Zero betreten haben, sind zurückgekehrt. Wir wissen, dass es nicht so ist, dass wir nehmen an, dass auf diesem jegliche Gewinnungsarbeiten, die für die ununterbrochene Nutzung des CFR unerlässlich sind, müssen sein. Wir müssen hinter ihnen kommen. Ständig ausbildet. Mehr vielen Dank für Ihre Zeit. Oh gut, da oben kann ich wieder ran. Nicht hier hin? Ne, anscheinend nicht. Jungs, es gibt keinen Ausweg. Es ist die Stadt von der Universität. Das war knapp. Sorry. Ich muss einen Weg rausfinden. Ja, das musst du. Oben geht's nicht raus irgendwie, keine Ahnung. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Am besten wäre es ja, wenn wir das Ding einfach zerstören, das Ding. Es muss etwas geben, womit ich dort hochkommen kann. Kronengewinnung abgebrochen. Unzureichende Kronenpartikelmenge ermittelt. Bitte platzieren Sie die Gewinnungsmaschine in die gelbe Zone des Anomaliegebiets um. G.
gelb, ich habe so eine gelbe Zone. Hier unten gibt es keinen Ausgang, den ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Ja, ja, es ist mir bewusst, dass ich nach oben muss. Hier kommen wir nicht rein. Nee, hier kommen wir nicht rein. Wir irgendwo hoch? Irgendwie müssen wir nach oben. Ein Weg durch die Lagerhalle, ja, das. Mal am Schauen. Fährt man nicht jeden Tag. Ah, ja, stimmt. Mit der Zeit können wir so viel machen. Ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Ach, nach oben, hier rauf, okay. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel und auch so den Stil, wie ich jetzt die neuen Let's Plays so machen möchte. Klar, das mit allem Lesen und sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Das liegt aber daran, weil das dann einfach zu lange dauern würde. Und das würde sich, glaube ich, keiner von euch angucken. Denke ich mir mal. Diese Let's Plays relativ lang werden. Weil es einfach ein tolles Spiel ist und ich diese Kampagnen halt an einem Stück spielen möchte. Beziehungsweise hochladen werde. Klar könnte ich das auch in drei Teile unterteilen, nur 20 Minuten, aber ich finde das als unsinnig und mache es dann halt lieber so, dass wir. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Halt. So, eine lange geht's Folge jetzt haben, zu den Trockendocks. Statt drei kurze. Ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Hab sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein, nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also, Finger weg. Okay. 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 Der Strom vom Wagen. Alles klar. Achso, da. In Ordnung. Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert.
Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack? Tu nichts Unüberlegtes. Ah, vielen Dank für das Vertrauen. Ja, mal schauen. Amy, alles in Ordnung? Hm. Oh, Scheiße. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg dadurch geben. Ja, ich weiß auch nicht. Oder auch nicht. Gott! Das war knapp. So geht's natürlich auch. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Auffälliger hätte es auch gar nicht sein können. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ich habe Neuigkeiten. Safeguard Squad überprüft die Explosion. Striker-Team errichtet eine Verteidigungsstellung um Ground Zero. Ein ganzes Striker-Team? Wir haben Kontakt. Ende. Verstanden. An alle Einheiten. Ziel wurde gesichtet. Bleibt in höchster Alarmbereitschaft. Ende. Genau hier! Ach, toll. Es geht auf das Ziel zu. Ende. Was zum... Nicht gut. Oh, hör gar nicht. Ich will das Joystick festhalten, bevor es zur Anomalie kommt.
Alter, ich kann nichts machen. Der Kind ist auf dem Weg mit mehr Verstärkung. Haltet durch. Der Kind erreicht Ziel. Das Tor ist geschlossen. Ach, scheiß drauf, ich als Ram. Nein, Alter. Okay. Nette Fahrkünste, Jungs. Klar. Diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Hat Ihnen nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Es ist der einzige Weg. Ich kann nicht normal. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. So kann man es auch sehen, ja. Was zur Hölle? Was ist das? Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen. Aber wann? Was zum Teufel? Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Okay. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte.
Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Ach du Scheiße. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Alles klar. Das ist echt schon krass, oder? Echt krass gemacht. Läuft auf der Stelle. Gegenmaßnahme. Ich hoffe bei Gott, dass das funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu es nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Können wir hier rauf? Nein. Du kannst jetzt doof da hoch. Ne? Na, okay. Können wir immer nicht rauf. Na, ist ja noch irgendwie so ein Ding, wo ich hoch muss. Hier. Genau, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Was können wir denn upgraden? Wir haben 3. Also wir können auch gar nichts upgraden, oder? Doch, das können wir. Großer Explosionsradius. Das holen wir uns. Super. Gehen wir mal hier weiter. Ja. Jack, versteh doch. Will hat
hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Nein, Plan hier nicht. Und jetzt. Ich gehe nicht Doch, auf diese... Doch, das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! So, nächste Chronoquelle gefunden. Weiter. Okay. Munition, das klingt nach nichts Gutem. Wir werden wahrscheinlich gleich extrem viele Gegner sein, denke ich mal. Mal schauen. In Ordnung. Dabei habe ich jetzt einen das wäre Punkt, erledigt. Ich dabei will ich wieder aufrüsten. Oh nee, das kann doch schlecht. Das kann doch schlecht werden. Sir! Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein! Sowas schon geschnitten. Oh, Gott, das ist total dämlich. Okay, konzentrier dich. Konzentrier dich. Das haben wir geschafft. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Das muss wehgetan haben. Das ist schon krass, ey. Sehr gutes Spiel. Ich muss hier verdammt noch mal raus. Das war sehr knapp, Jack. Ja, das war tatsächlich sehr knapp. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier.
Okay, weiter. Nein, nicht schon wieder. Los. Alles klar. Oh Mann. Okay, geht. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Mal kurz gucken, wie viele Kerne haben die denn bitte? Wir nur gucken, ob wir noch irgendwelche Gegenstände haben, die wir mitnehmen können. Anscheinend ist das nicht so. Aber wie viele Kerne haben die denn? Das ist richtig krass. Da fliegt sie immer nur ein bisschen rum. Wie kommen wir da? Achso. Worte waren, tu nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, Frauen meine lieben Musik. Sich doch immer alle. So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Geiles Lied. Das war Akt 2 von 3. Akt 2 Teil 3. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao!